Ja, wir Löchen, guten Abend. Heute ist der Mittwoch, der, was haben wir? 13., Nein, 14., nein, 4. nein, 14., 4., ja, genau. Ja, kurz, ich bin gerade gewesen am Videoschneiden und da hat es mich gedrängt, dass wir noch diesen kleinen Clip einfügen. War heute im der Arbeit und dann war ich im Covid-Zimmer und habe einen Patienten versorgt, dem es nicht so gut ging. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, da kam mir doch gerade der Gedanke und der hat mich ziemlich wütend gemacht. Das ist auch eine skurrile Situation, ja, wollte ich euch noch erzählen. Man steht da an einem schwerkranken Corona-Patienten, Covid-Patienten und da spüre ich in mir diese Wut auf diese feige Lügenpolitik dieser Bundesregierung, ja, wie sie auch die Medien, wir hatten ja schon mal ein Video gemacht vor einiger Zeit, wie die Medien auch die Pflege benutzen und missbrauchen für ihre Narrative, dass da rumgeheult wird, wie schwer die Pflege jetzt belastet ist durch Covid-Patienten, Pflegeprobleme, Personalbesetzung. Ja, das stimmt, das ist so, ja. Und dass die, dann hat man dann irgendeine Pflegekraft gefunden, die dann sagt, sie hat eine Wut auf Demonstranten, die ohne Maske demonstrieren. Bei mir war die Wut heute, die in mir aufkam, als ich mich daran erinnerte, als ich den schwerkranken Patienten versorgte, nämlich genau die Wut auf die Politik, die einerseits die Menschen belügt mit ihren falschen Politik der Zahlen, mit ihren schlechten Aufklärungen über die wirklich fachlichen Hintergründe der Krankheit Covid-19 und der Tatsache, dass die Menschen, die wirklich einen schweren Verlauf haben, die haben den und das ist schlimm. Und da bekomme ich eine Wut, dass das Leid dieser Menschen dazu benutzt wird, um dem Recht des Landes Angst zu machen und es dieser Verbrecherregierung zu helfen, aus dieser Krankheit eine Agenda zu machen, um sie ihre Grundrechte zu entziehen und sie durch sinnlose Maßnahmen in Schach zu halten. Ja. So inkompetent kann kein Politiker sein. Da steckt ein anderes Ziel dahinter. Das kann man ganz klar sehen. Und ja, dieser Gedanke kam mir einfach und den wollte ich einfach noch zum Video hinzufügen. Ich habe keine Wut auf Menschen, die keine Maske tragen, weil ich selber, ich trage eine Maske bei der Arbeit, ansonsten kann mich der Lappen mal, ja, ich werde den Lappen nicht anziehen und müsste man nicht im Supermarkt einen anziehen, ich keinen Bock habe auf Diskussionen, würde ich auch dort keinen anziehen. Und wie wir schon im Video gesagt haben, wir werden keine sinnlosen Corona-Maßnahmen befolgen, ja. Was soll eine nächtliche Ausgangssperre für einen Sinn machen? Ja? Was soll das für einen Sinn machen? Ob ich nachts um 12 vielleicht im Sommer noch einen Spaziergang mache, da kriege ich kein Corona. Ja? Es ist einfach nur Schikane, es ist Inkompetenz und es ist eine unehrliche Agenda dahinter. Und dann haben wir heute noch was erfahren, was auch wiederum meinen Kampfesgeist weckt und erst recht das Bedürfnis, diese Regierung zu attackieren. Erzähl du. Ja, du bist schon heute Ah, ich sehr bin im geladen. Redefluss. Ja, Man merkt dir definitiv. die, ja, ich will jetzt gar nicht das Wort Aggression im Naja. Mund nehmen, aber es hat heute natürlich auch was mit mir gemacht. Ich meine, ich bin viel im Auto unterwegs und ich muss immer wieder aufpassen. Man fährt Auto 180, 190 oder auch weniger oder mehr. Und man erlebt Dinge im Alltag, wo man wirklich aufpassen muss, wie geht man sich mit sich selber um. Also ich meine, vor Aggression jetzt schnell Auto zu fahren, macht ja auch keinen Sinn, die Kontrolle nicht zu verlieren. Ich war heute in einer WG, in einer Einrichtung für beatmete Menschen. Und da sind gestern die Menschen geimpft, also therapiert worden, mit einer Spritze, die gar keiner braucht. Vor allem Zumindest kein egal. Beatmungspatient. Vor allem kein Beatmungspatient, genau. Und heute heilloses Durcheinander in der Wohngemeinschaft, in der Einrichtung.
weil alle Patienten, die sich haben gestern therapieren, in Klammer impfen lassen, waren heute nicht mehr die Menschen, die sie gestern waren. Und wir mussten einen Arzt rufen, oder die Schwestern, die Kolleginnen haben es dann teilweise auch selber gemacht, mussten die Beatmungsparameter entsprechend verändern mit Rücksprache mit dem Arzt. Der konnte natürlich nicht kommen. Aber es hat heute bei dem ganzen Wahnsinn, dummerweise auch noch ein Wasserrohrbruch, hat natürlich die komplette Einrichtung in arge Bedrängnis gebracht, weil diese Menschen ein akutes Sekretproblem hatten und die Beatmung war nicht mehr die vom Vortag. Man musste definitiv die Drücke, die Beatmungsdrücke, die Frequenzen verändern, damit die Menschen noch normal Luft bekommen nach einer Impfung. Ja klar, eine Und da Reaktion, frage ich ne? mich natürlich auch wieder, Diskussionen hatten wir ja jetzt schon einige Male, warum muss ich beatmete, schwerst kranke Menschen am Ende ihres Lebens noch impfen? Klar, ich habe dann mit dem Chef gesprochen und die Antwort war die, ja, wir wurden schon seit Wochen vom Gesundheitsamt, von der Heimaufsichtsbehörde unter Druck gesetzt, wir sollen, warum so wenig und man muss und so werden unwissende Menschen in Situationen gedrängt, die diese Person, der ist es scheißegal. Also wenn man Ja. tagtäglich, und ich sag mal, ich will da auch niemanden oder wir wollen da auch niemanden zu nahe treten. Ich meine, Menschen, die aufgrund ihres Berufes zu Hause im Büro, im Homeoffice sitzen, ob sie jetzt Banker oder keine Ahnung was sind. Aber wir, Werner, du mit deiner Intensivstation, ich mit den Besuchen oder mit den ja, Visitierungen der verschiedensten Einrichtungen, wo Menschen leben, aber Menschenleben haben plötzlich keinen Wert mehr. Man hört Ja. nicht mehr auf die Menschen, man lässt was zu. Man kämpft gegen Gesundheitsämter, gegen Heimaufsichten und das Oberhammerbeste ist noch, dann kommen diese Menschen zu sechst in diese Einrichtungen, unterstützt von der Bundeswehr. Bundeswehr in Uniform. Und wer weiß, wer mit Menschen zu tun hat oder auch hatte, der weiß ganz genau, wie Menschen reagieren, wenn Menschen mit Uniform plötzlich vor einem stehen. Das ist ganz klare Einflussnahme, Druckaufbau. Gut, nicht jeder ist so stark, dass er da unbedingt entgegentreten kann, wie jetzt zum Beispiel die Isabel, mit der wir ja zwei Videos gemacht haben von Kirchheim. Aber ich sage euch eins, wenn ich Leiter von so einer Einrichtung wäre und es würden sechs Leute vor mir stehen, Heimaufsicht. Bundeswehr. Also ist mir scheißegal, Bundeswehr. Was hat die Ja, Bundeswehr? Die Bundeswehr hat mir nichts zu das sagen. macht, ja, Die das Leute macht kommen aber einfach was. nicht. Ja, die Leute kommen einfach nicht rein. Ja, gut, Kommen einfach das nicht ist. rein. Ich habe das Hausrecht, die Heimaufsicht, da kann einer rein, kann mir sagen, um was es geht, und dann sage ich Adios, amigos. Ja, Ja. uniformierte Menschen, das wissen wir selber, Uniform, also auch das, was du auf Intensivstation anhast, oder das ist auch eine Art Uniform. Ja, sicher, das ist Das ja eine macht Art was Uniform, mit natürlich. den Menschen. Dann ist halt derjenige ein Soldat. Das macht was mit den Menschen. Das macht, wenn du jetzt in Zivil mit einem T-Shirt von wem auch immer da reingehst, dann hat es einen ganz anderen Einfluss, als wenn du mit deinem Kasak, mit der entsprechenden Farbe in den Zimmer reingehst. Das macht was mit den Menschen. Das haben Und wir in wenn sechs viel. Menschen vor dir Ja. stehen und zwei Bundeswehr oder drei Bundeswehrsoldaten vor einer Einrichtung, wo todkranke Menschen geimpft werden sollen,
Dann sagt jeder, so wie Günther Jauch natürlich. Ja gut, es ist nicht jeder so gestrickt, aber bei mir hätte es keinen Erfolg. Ich lasse ihn nicht rein. Die müssen hier mich zur Seite schieben und da wird der eine oder andere Probleme bekommen. Also Ja, das ist einfach. ja, natürlich. Also ich würde sie nicht reinlassen und die Isabel hat ja gezeigt, dass es möglich ist, dass man sogar vor Gericht Recht bekommen kann. Das wird immer mehr zunehmen. Wir haben ja Zuschriften gekriegt, dass Menschen unter Druck gesetzt werden. Ich habe überhaupt nichts gegen Leute, die sich impfen lassen wollen. Wenn sich jemand impfen lassen will, dann soll er das gerne tun. Ja, ich versuche ihn vielleicht zu informieren, dass er bessere, faktenbasiertere Entscheidungen treffen kann. Wenn er dann immer noch sich impfen lassen will oder wenn, es gibt ja auch Beamte, die das äußern können, sagen, ich will geben. Ja, warum nicht? Ja. Nur ein Druckaufbau, einen generellen Druckaufbau zu machen, vor der Tür zu stehen, einen auf Big Max zu machen, ja, und damit Leute ja gut, viele geben nach. Man kann hier nur wieder an die Pflege appellieren, gebt nicht nach, Leute. Wir leben jetzt in anderen Zeiten. Wir haben nicht mehr diese Kuschelzeiten, wo wir bei der Übergabe oder in der Raucherpause oder nach der Schicht unter uns ein bisschen ablästern über die schlechten Bedingungen, über die bösen Politiker. Nein, wir sind jetzt in der nächsten Dimension. Ein Level up. Ja? Wir müssen Ist es jetzt nicht die handeln. auch die Aufgabe von Pflegekräften, sich vor die Schutzbefohlenen zu stellen? Also ich meine, man muss sich jetzt mal nochmal Klar. hinterfragen. Also wir haben auch, ja, wir haben kein Eid geleistet, aber wir haben schon eine Verantwortung gegenüber unseren Bewohnern, die sich nicht mehr wehren können. Ein beatmeter Mensch, der von einer Maschine abhängig ist. Und ja, gut, man kann natürlich auch sagen, warum ist ein Mensch von der Maschine abhängig? Aber der Fortschritt der Medizin hat das überhaupt möglich gemacht. Da können wir jetzt nicht einfach sagen, oh, jetzt hat der Mensch eine Beatmungsmaschine. Vor 20, 30 Jahren wäre dieser Mensch verstorben. Es ist eine klare, wir haben laut unserem Berufsgesetz, haben wir, wenn wir zum Beispiel eine Pflegekraft, einen Patienten die Klingel wegnimmt, ist das schon Aussetzung Schutzbefohlener. Der Patient kann sich nicht melden, wenn er ein Problem hat. Vielleicht nervt er mich, weil er oft klingelt, jetzt nehme ich dem die Klingel weg. Dann ist das, wenn was passiert, Aussetzung Schutzbefohlener. Ja? Wenn ich die Bundeswehr reinlasse oder irgendwelche Heimfuzzis, nur weil sie einen auf dicke Hose machen und ich lasse die Leute impfen und die Leute sterben dann oder sind schwer krank, haben Symptome und Konsequenzen, bin ich mitschuldig. Da wird keiner klagen, weil ja jeder jetzt gerade auf die Impfung abfährt. Aber wenn, moralisch gesehen, sowieso. Ja. Ja, Ist so. Ja. ja, ist so. Ja. Ja, das fand ich auch interessant. Wir müssen ganz einfach mal an unsere eigenen Kollegen, wir müssen ja bei uns anfangen. Ja? Wir wissen, dass diese Leute, Merkel und Co., Lügner sind, Betrüger, ihre eigene Agenda haben. Boah, nichts Neues unter der Sonne. Aber wir müssen bei uns anfangen. Die Pflege muss bei sich selber anfangen, ja. Jeder muss sich hinterfragen. Sperre ich alte Menschen ein, Befolge ich diese Anweisung? ja, natürlich, lasse es zu, dass Menschen, die sich nicht mehr selber wehren können, ohne richtige Aufklärung sich therapieren lassen mit einer komischen Spritze. Also Lasse ich zu, dass meine Kinder zu potenziellen Psychotikern herangezogen werden, die Schuldgefühle in sich tragen, dass sie ein böses Tier haben, was die Oma töten kann, indem ich sie ja. dreimal die Woche testen lasse, obwohl sie gesund sind. Ja, Das sind lass es zu. irrwitzige Maßnahmen. Ja, irrwitzige Maßnahmen. Durch einen Test, der sowieso schlecht ist und nichts aussagt im Endeffekt. Nicht viel. Ja. Zeigt der positiv an, muss ich sowieso einen PCR-Test machen. Und da ist der PCR negativ, der Antigen-Test positiv, was ist dann? Ach, hör auf. Ja, das wollte ich einfach nur noch sagen. Und jetzt machen wir einfach weiter mit unserem ursprünglichen Video vom 13. April April, 2022. April, April. Ja, es fühlt sich an wie ein April-Scherz, aber dieses Monster hinterm Christian, diese Frau ist gefährlich. Wir müssen als Pflegekräfte aufstehen. Es ist die Zeit,
des Laberns vorbei. Aufstehen heißt hier nicht unbedingt demonstrieren gehen. Das heißt, in unserer Arbeit die Sache in die Hand nehmen. Man muss eigentlich den Menschen sagen, informiert, recherchiert mal, was die Medien, die Mainstream, ich mag dieses Wort gar nicht, aber diese Mainstream-Medien mit euch tagtäglich machen. Rund um die Uhr werden wir zugeballert, gemüllt mit Informationen. Klar. Das kann kein normales Hirn verarbeiten. Also es bringt einen schon in die Richtung, ja, der, um Gottes Willen, das Virus wird uns alle morgen töten. Und wenn wir keine Maske und Abstände und was immer halten, dann... Ja, die Horrorzahlen. Die Horrorzahlen. Pandemie, wir leben von Zahlen, Testen. Ja, das ist die Zukunft. Wollen wir das den Kindern antun? Also ich meine, auch ein Spucktest. Was ist ein Spucktest? Also wenn ich in Balingen, Frommern, mein Kind nur noch in die Schule schicken darf, wenn es vorher einen Spucktest abgeliefert hat. Seid einfach ungehorsam. Befolgt die Maßnahmen nicht. Schützt eure Kinder, schützt eure Alten und schützt eure Patienten. Ja? Es geht nicht um den Test, es geht wirklich das, was macht der Test mit unseren Kindern. Genau. Und wenn wie die eine Kollegin, die geschrieben hat, sie muss ihren Bewohnern im Fernsehraum zwei FFP2-Masken aufziehen. Die Leute klagen über Atemnot und sie muss es trotzdem machen. Sie muss gar nichts. Wer sagt denn, dass sie das muss? Also, wenn zu mir mal jemand sagt, ich muss jetzt dem alten Menschen zweifeln, dann sage ich, hey, ich muss gar nichts. Ich würde niemals dem alten Menschen zwei FFP2-Masken aufsetzen. Ich würde nicht mal eine aufsetzen. Aber gut. Aber dieser Frau würden wir eine FFP10 aufsetzen, oder?